Sebastian hat eine harte Zeit. Kürzlich erst heftigen Ehekrach mit seiner übermutierten Attack on Titan Ehefrau gehabt. Und aber einige Schüsse später war dann doch wieder alles gut, Happy End. Und ja, seine Frau lebt sogar noch. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir hier ein vollständiges Happy End bekommen. Vollständig im Sinne von Sebastian gerettet, Lilly gerettet und Myra seine Frau gerettet. Das wäre richtig gut. Da hätte ich Bock drauf. So, und bitte, 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 bitte. Da die Tochter darf auf gar keinen Fall sterben. Von mir aus kann sie entführt werden und wir retten sie im nächsten Teil, aber sie darf auf keinen Fall sterben. Du hast keine große Hilfe bisher, muss ich ganz klar sagen. Kontakt wiederhergestellt, Sir. Oh, Und fette Sie Monitore, hätte ich auch kennen gern. keine exakte Position. Moment, der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Der Marker? Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut, wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Kate, kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kit. Kate, haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Hat Ähnlichkeit mit dem Chef aus Mass Effect 2. Kommen Sie, Kate. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Matrix. Boom. Zack. Ja, der Chef hat Eier aus Platin. Nicht mal gezuckt. Würde mich nicht wundern, wenn, dass wir, oh, wollte ich gerade sagen, dass wir hier draußen auch noch was zu tun haben. Okay, sie hat nur Pistolen. Oh, das wird natürlich toll. Mit der Präzision hier. Ah, das ist halt echt. Also die Steuerung mit dem Pad, das Zielen ist wirklich mies. Vor allem sie wackelt auch noch. Ich treffe hier keinen. Ich würde den Elefanten nicht treffen, wenn er hier direkt vor mir stünde. Das finde ich, haben sie unnötig schwer gemacht. Das ist total unpräzise. Das ist so eins der wenigen Mankos, die ich bisher auch in über den 2 hatte. Das Schießen ist stiefmütterlich. Oh nein, ich versuche keine Ausrede zu finden dafür, für vermeintlich nicht vorhandene Schussskills bei mir. Die sind eigentlich ganz gut. Sie sind nicht Pro-Shooter-artig, aber eigentlich sind sie gut genug. Ist halt sehr schwammig, das Schießen, ja. Ja, ist gut. Wie viel Schuss habt ihr noch?
So. An die Security, melden Sie sich in der Steuerzentrale. An die Security, melden Sie sich. Ich beeile mich, bevor noch mehr kommen. Scheiße! Jetzt trifft sie mit einer Hand. Pro Schuss. Weiter geht's mit Sebastian. Wunderschöner Cut. Lilly! Sie muss oben in ihrem Zimmer sein. Wollte ich auch gerade sagen. Das meine ich im letzten oder in der vorletzten Episode. Sebastians Denkweise gefällt mir sehr gut, das, was er sagt. Oder ich denke oftmals das, was er dann auch ausspricht. Also das ist sehr interessant. Das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Die Person selbst. Und generell die schauspielerischen Leistungen sind recht gut von den Sprechern, bis auf die Torres, die war nicht so dolle. Sorry, Torres, falls du zufällig dieses Video siehst. Wer immer das gesprochen habe, das war zu... Ja, zu gelangweilt. Ein kleines Mädchen. Das ist auch ein Mädchen hier. Papa? Ich bin's, Lilly. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. Kamera. Myra. Ich hab sie. Los, verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Jetzt bist du hochgeschafft. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein. Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen. Nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sie Bielefeld. Sie sind überall. Lilly wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius so Geschichte ist... So funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal, das Mobius ein für alle Mal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Merkt euch, Mütter sind Planungsmonster. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Was meinst du, was ich hier vorhabe? Dass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra, ich möchte dir noch so vieles sagen. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was ich dir angetan habe, nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt. Na, sehr tragisch. Leider kein happy end.
Na toll. Stress den Arm nicht. Ah, super. Ich hoffe, wir bekommen die Sturmgewehre. So, mieser kleiner. Oh. Das kann sich nicht bewegen, oder? Ja, KI ist zwar kaum vorhanden, aber ich treffe halt auch echt nichts. Ja, nimm doch das Sturmgewehr auf. Jetzt so gegen Ende verlieren sie ein bisschen den Atem. Das sind so Inkonsistente, wo ich denke, ey, gerade in so einer Situation, da nimmst du das Sturmgewehr auf. Da nimmst du die ganze Ausrüstung, die sie haben. Da ziehe ich mir noch die kugelsichere Weste und die kugelsichere Unterhose an. Eile hin oder her. Ich meine, ich war natürlich schon oft in dieser Situation, aber... Ah, das waren nur Ärzte. Sie haben sie echt gut gemacht, den Chef. Ihre Taten werden sie umbringen. Das muss ihnen bewusst sein. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen sie all das wegwerfen. Warum? Nach allem, was sie gesehen und getan haben. Warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives. Wegen des Kindes. Nein. Meinetwegen. Denken Sie noch einmal nach, Kid. Snap wird gebraucht. Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Keine Kriege mehr. Keine Unterschiede. Kein Schmerz. Kein Machtmissbrauch, nein. Keine Kontrolle. Totale Überwachung. Experimente, Zombies, Monster, Geister. Wütende Ehefrauen. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Kidman, ich hab sie. Wohin jetzt? Geh in deinen Raum. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt doch. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kidman. Hopp, Bewegung. Keine Sorge. Wir sind fast da. Oh mein Gott! Ich glaube, er hat sich noch nie so gefreut, ins Büro zu kommen. Es ist noch nicht zu spät, Kid. Geben Sie auf. Verspreche ich einen schnellen Tod. Andernfalls wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär.
Na, hat schon Muffensausen. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm! Aber bewundernswert. Schade, dass ich Sie so verlieren muss, Kid. Was? Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet? Ich habe meinen Chip vor 3 Tagen rausgenommen. Heute sterben Sie. So oder so. Keine Schussanlagen mehr, bitte. Es wird ja langsam ziemlich eng. Sie könnte gerade aus irgendeinem Resident Evil Teil gesprungen sein. Das denke ich mir jedes Mal. Incoming Message. Spam! Viagra, jetzt! $2! Bewegung, Junge! Ja, das ist ja keine Zeit und guckt sich um, ne? Man springt durch den Spiegel und schaut nicht dumm. Genau deswegen! Jetzt stirbt auch Sebastian. Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Haben Sie gerade mal Glück gehabt. Es gibt nichts Unbefriedigenderes, wenn ihr ein Spiel durchspielt, durchleidet und dann stirbt der Hauptcharakter. Dramaturgie ist auf dem Maximum. Seid ihr sicher? Aber sie schaffen, sie schrammen gerade noch so am Kitsch vorbei. Was auch nicht immer einfach ist. So, jetzt bin ich gespannt. Sie sind gefeuert. Alles gut, Sebastian. Du bist in Sicherheit. Lilly. Wo ist Lilly? Deine Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin. Kommt raus, wird erst gleich mal gleich Befehle. Stell dich dahin. Stell dich nicht so an. Schnell. Administrator Passwort. Passwort 123. Geh weiter vor, du musst ja auffangen.
das wirklich? Ja, Lily. Ich bin es wirklich. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Shh. Ich weiß, Lily. Aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Das ist er doch, oder? Ich bin nicht immer noch drin und denke das nur. Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Los, verschwinden wir hier. Jetzt gehen wir erstmal in Burger King. Schön leckeres Essen. Nein, das ist keine Werbung. Aber zeigt mir Kinder, die keine Pommes und Nuggets mögen. Ich kann das natürlich x-beliebig besetzen durch den Imbiss eurer Wahl, durch den Lieblingsimbiss eurer Wahl. Oh, jetzt kriege ich Lust auf Currywurst. Gute, scharfe Currywurst. So, bevor ich mich freue, yes! Die Evo Within 2 ist abgeschlossen und zieh mir mal ein Resümee. Ein echt gutes Spiel, es hat mich sehr überrascht. Es hat storytechnisch hat das alles, finde ich, was ein Horrorspiel braucht. Vor allem fand ich sehr schön, dass es einfach einen Wechsel gab. Es war nicht dauerhaft gruselig, es war nicht dauerhaft Action, es war nicht dauerhaft viel Dialoge. Es war von allem was da. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das war sehr abwechslungsreich. Vom Game Design her, was die Levels anging, fand ich das auch cool gemacht. Das haben sie sehr intelligent gestrickt. Haben über die Story hinweg dann es so hingebogen, dass sich dann gerade Union dann auch immer wieder verändert, dass andere Gegnertypen da sind. Die Gegner sind auch nicht einfach respawn, sondern das war einfach im Rahmen, in Korrelation zur Story. Richtig gut. Soundtechnische Untermalung kann man nichts zu sagen. Es kann man nicht klagen. Ist jetzt nicht übermäßig gut, sondern es ist einfach eigentlich, ich finde schon so, einfach Filmscore-artig passend. Evil Within 2 finde ich insgesamt, hat sich auch angefühlt irgendwo wie ein Film. Und auch von den Schauspielern, von den Sprechern her fand ich sehr gut, bis auf Torres. Torres fand ich, hat ihren Job nicht so gut gemacht, also die Sprecherin wirkte eher gelangweilt. Das war die einzige, die da so ein bisschen hervorgestochen ist. Aber beim Rest fand ich das doch recht gut, jetzt nicht überragend, aber Sebastian war schon sehr gut, auf jeden Fall, die Hauptcharaktere waren sehr gut. Sebastian selbst als Hauptschar fand ich auch sehr gut gemacht, sehr überzeugend von der Art und Weise. Gameplay-technisch war es insgesamt, fand ich schon recht gut, solide. Wie gesagt, also mit dem Gamepad, die Schießerei, das haben sie nicht gut umgesetzt, das lag auch nicht an Sensibilitätseinstellungen, die hatte ich ja schon auch durchprobiert. Das war mir ein bisschen zu schwammig, das hätte man besser machen können. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ist Evil Within 2, finde ich, für jeden Horrorfan schon ein Muss, sollte man mal gespielt haben. Und ja, ich bin froh, dass es ein Happy End gab, leider ohne seine Ehefrau, dafür aber ist Kidman, er und Lily gerettet worden. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, gab beeindruckende Szenen und Begegnungen und ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin draußen und sage euch allen vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Das war The Evil Within 2 und ich bin draußen. See you next time.